Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute ist ein schon fast altbekannter am Start, nämlich bei Delarus mit der Scharnhorst. Und bei Delarus ist ja schon fast Inventar, kann man so sagen. Also da sieht man auch, wenn man häufig Replays einschickt, deren Qualität gut sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr ordentlich, dass man das auch gezeigt bekommt. Deswegen schickt es einfach ein. Die Beschreibung und was ihr machen müsst, seht ihr in der Videobeschreibung. Aber jetzt gehen wir in die Live-Action. Denn da hinten haben wir schon die Kneisenau, die von der Scharnhorst hier beschossen wird. Er ist hier allein unterwegs. Und wir sehen das Matchmaking. Da ist er mit seiner 7er ganz gut dabei. Denn er ist hier Top-Tier. Und ja, Top-Tier ist egal welches World of Titel. Einfach immer nice. Außer bei World of Warplanes, da habe ich gar keine Ahnung, wie viel einem das bringt. Aber ich denke auch mal ähnlich viel wie bei World of Warships und World of Tanks. So, und jetzt bleibt er hier weiterhin auf der Kneisenau, natürlich in Ermangelung besserer Ziele. Aber die Kneisenau, die ist da schön seitlich. Vielleicht sehen wir hier schon einen guten Hit, aber mit 3200 noch nicht so dicke. Weiterhin die Kneisenau sein Ziel, aber jetzt erkennt er da in nicht weiter Ferne die Pensacola, denkt sich, hoppala, warum denn nicht mal auf dich? Aber die Fahrt in einen doofen Winkel für ihn. Aber das reicht trotzdem, um eine Zitadelle bzw. zwei zu machen und dann da 16.000 Damage anzubringen. Also das war dafür ein sehr schöner Hit. Aber man sieht auch, er selber wird jetzt langsam Ziel, denn die Colorado hat ihn da ausgemacht. Da muss er aufpassen, denn für die Colorado fahrt er da wirklich sehr, sehr schön. Jetzt muss er da Gas geben, dass er jetzt endlich die Pensacola rausnimmt. So, und jetzt mit der Salve sollte das schon funktionieren, aber wir sehen, da ist das halbe Gegnerteam, das alle sagt, oh ja, so eine Scharnhorst, die will ich mal versenken. Das brennt er auch, also das ist keine schöne Position, in der er sich da gerade befindet. Aber mit der letzten Zitadelle macht er hier das First Blood der Runde. Aber er brennt auf drei Brandherden. Also das muss er wegheilen, also wegreparieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das durchticken lässt. Das wäre einfach zu viel an Hitpoints, was ihn das kostet. Genauso ist es. Wird er sofort jetzt gelöscht. Hätte er vielleicht ein bisschen früher machen können und dürfen, aber da ist noch nichts passiert. Wir sehen bei der nächsten Möglichkeit, wenn er sich wieder reparieren kann oder heilen kann, dann geht auch wieder einiges zurück an Hitpoints. Und hier jetzt eine Zitadelle auf die Omaha. 41.000 Schaden, vierte Zitadelle der Runde. Also von dem her läuft schon mal ganz ordentlich. Nicht so wie beim letzten Replay, wo wir den Beginn wirklich fast in der Pfeife rauchen konnten, sondern da schaut es schon ganz anders aus. Und da die Omaha, da geht gerade noch so eine Granate aufs Deck, aber da eben nur 1200 Damage. Und vielleicht jetzt ist die Revanche an der Colorado. Und mal schauen, wie die jetzt kommen. Na, nur 2500, schade, die haben nicht schlecht ausgesehen. Und jetzt die Emerald. 9 Kilometer, saugeile Distanz und schön seitlich. Das könnte rumsen. Ah, Glück gehabt, nur 4788. Also da habe ich ja schon fast den dicken Hit vor meinem geistigen Auge gesehen.
Aber jetzt, da hat die Emerald keine Chance mehr gehabt. Drei Zitadellen, da kann sie nichts machen. Da heißt Tschüssikowski und ab auf den Meeresboden. Die Torpedos, keinerlei Problem. Nochmal der Versuch auf die Colorado, aber damit 2000 Damage, nicht wirklich sonderlich viel. Ist auch kein schöner Winkel. Und wir sehen, da ist eigentlich nur noch Rot, aber alles weit genug weg. Also dementsprechend nimmt er erstmal das Ziel, was für ihn attraktiv erscheint. Und es bleibt weit in die Colorado. Jetzt gerade geben ihm so gefühlt die schönen Ziele aus. Also man merkt so, er ist so nicht so ganz sicher, wohin er jetzt aimen soll. Und dann denkt er sich, naja, bevor ich die Kneise da unternehme, die schön seitlich fährt, dann nehme ich doch dann lieber die Omaha. Und der hat auch gesessen und perfekt getroffen. Da haben zwei Treffer gereicht und zack war sie weg. Und wie gesagt, er denkt sich, ja, die Kneise da, die fährt da drüben zwar. Aber jetzt kommt es ein bisschen besser auf ihn zu. Also vielleicht dann doch nochmal die Chance, da jetzt hier noch ein Damage anzubringen. Aber immer noch schräg, immer noch nicht ganz toll. Und ich glaube, die dreht sogar noch weiter rein. Also da sieht man, die Kneisenau, die macht es ihm hier nicht leicht. Ganz im Gegenteil. Auch seine Torpedos bringen ihm hier gerade gar nichts. Denn die kommen einfach nicht weit genug. Und jetzt die Fidschi. Die hat nichts mehr. Und da macht er natürlich irgendwie so typisch. Man braucht eigentlich keine Zitadelle mehr. Aber da macht man eine. Und wenn man sie dann braucht, dann kommt sie halt nicht. Aber hier in dem Fall, da kommt sie doch dann gleich doppelt. Denn die Fukutaka hat einfach da mal zwei Zitas bekommen. Und dementsprechend auch nur noch 9000 Hitpoints. Und jetzt die letzte Salve vielleicht schon für die Fukutaka. Die kommen nicht schlecht. Und da reicht es auch nochmal, die Zitadelle. Also, mit den Kreuzern, da spielt er sich sehr entspannt, muss man sagen. Der mittlerweile 50 Kill und die Krake und 110.000 Damage. Und jetzt kommt da die York daher. So, und hier die York, die hängt da am Wrack fest. Und das ist natürlich ideal, denn da braucht man nicht wirklich aimen, sondern einfach mal draufhalten. Seine Sekundären gehen auch ab wie Schmidts Katze. Und wir sehen auch, die treffen da gar nicht schlecht. So, und jetzt nochmal eine schöne Salve und dem mal zeigen, was da so in den Kanonen steckt. Ah, die gingen leider ins Wasser und auch die kommen nicht so schön. Also da trollt ihm gerade ein bisschen sein Schiff. Oh, 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 was kommt denn da? Holy moly, aber Glück gehabt, denn die gehen vorher sozusagen auf den Meeresboden, denn die sind da hinüber. Wenn die durchgegangen wären, ein paar hundert Meter mehr und dann wäre es für ihn dann schon zu Ende gewesen. Aber jetzt die La Galisonnière mit 9000 getroffen. Wiederum sehr schön. Gleich kann er sich auch wieder heilen, auch wichtig, denn er hat nur noch 10.000 Hitpoints. La Galisonnière kommt weiter auf ihn zu. Vielleicht sogar die Chance, mal ein paar Torpedos zu droppen. Aber nee, auch die dreht rein. Und jetzt, mach ihn weg. Mach ihn weg, schieß. Ah, die gehen noch da in die Insel. Und da kam leider gar keiner an. Schade drum. Hat eigentlich sehr gut ausgesehen.
Die New Mexico da mit 4000 Damage überschaubar. Und jetzt droppt er da mal ein paar Torpedos, aber mal schauen, ob da die Kneisen auch ihm den Fall macht und da reinfährt. Auf jeden Fall ist es schön seitlich. Das ist wiederum für die Kanonen gut. Und da gab es auch 8200 Damage. Der war auf jeden Fall sehr schön. So, und hier die Minekase ganz nah dran. Aber bitte, was war denn das für ein Drop? Was hat die Minekase denn da gemacht? Ja, und da wird sie versenkt von der Kneisenau mit Torpedos. Also sehr, sehr kurios, was die Minekase da gemacht hat. Seine Torpedos auch natürlich mittlerweile kein Thema mehr für die Kneisenau. Aber jetzt fährt sie da sehr, sehr seitlich und das bei der Distanz. Da muss es jetzt rumsen im Karton und das macht es auch mit knapp 11.000 Damage. Er hat wieder 19.000 Hitpoints, also er steht wieder eigentlich ganz gut da. Sekundär weiter am Ballern. Nachgeladen hat er jetzt vielleicht auf die Aufbauten mal drauf. Und damit 4.000 auch nicht ganz schlecht unterwegs. Und da ist jetzt die Kneisenau schon hinüber. Die Miyoko hat da das Rennen um den Kill gemacht. Sein sechster Kill bleibt ihm verwehrt. Er bleibt logischerweise natürlich bei 5. Und der damit verbundenen Krake, den angedachten Krieger, den es ja nur bei World of Tanks gibt, kriegt er aber damit leider nicht. So, jetzt wird er ein bisschen gekuschelt. Der schreibt auch sofort sorry. Da hat er schon gemerkt, ja, hätte ich nicht so reinziehen müssen. Wobei eigentlich unterm Strich ziemlich ähnlich. Und ihr seht auch oben, die Tickets laufen sehr gut für sein Team. Und da wird es nochmal interessant. Interessant, habe ich gesagt. Interessant natürlich. Die Mutsuki kommt da. Und das ist in einer Distanz, die sehr gering ist. Da hat er noch 1500 Schaden gemacht. Aber seine Sekundären, die treffen auch noch ein bisschen. Aber die muss natürlich weg. Da wird auch der Katapultjäger gestartet. Und da sehen wir die Torpedos. Da kann er, glaube ich, so umgehen, dass er nur einen abbekommt. Und der ist ganz frontal. Alles gut. Der Flutungsschaden wird sofort repariert. Und das ist jetzt der Moment, wo sich dann das Match entscheidet. So, die Mutsuki fährt da natürlich Schlangenlinien, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Aber die Runde ist auch so gut wie beendet. Ob er den Kill bekommt oder nicht, das seht ihr jetzt in aller Ruhe und dementsprechend auch den Sieg. Also, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba. Noch schön auf HE geladen, das sei noch erwähnt. Und der Kill.